Ja, sorry Leute, ich habe anscheinend hat die Aufnahme irgendwie nicht so gewollt. Wir hatten jetzt schon 3 Minuten, aber ist ja nicht so schlimm, weil nichts passiert ist. Ihr habt nur den fliegenden Gabelstapler, so heißt es drum. Kommst du gleich mit oder? Ja, ich komme mit. Ja, dann Also, warte ich gerade schnell auf dich. ich habe jetzt 104 Kühe, ne? Das heißt, du hast nochmal 40 Kühe gekauft. Passt. Wir wissen auf jeden Fall, in welche Richtung wir wollen. Große Tiere. Ich weiß gar nicht, wie viele in meinen Stall reingehen. Ich glaube 250. Hoffen wir es mal. Knall ich aber auch da rein. Ja, die produzieren sich ja mit der Zeit selber, also. Ja. Ich habe eine Reproduktionsrate von 25 Stunden und 30 Minuten. Und Also ich habe jeden Tag eine. ein neues Tier. Ja, ich habe eine von 0,0, weil im Moment das Wasser fehlt. Was fehlt bei dir? Wasser. Ach so. Ja, würde ich mal was erfahren, ne? Ich habe was gehört, und zwar. LKW-Auflieger? Dolly? Hast du das auch Okay. gehört? Ja, so viel Wasser brauchen die ja nicht. Von daher. Brauchen ja, das brauchen die kein Wasser. 5000 Liter. Ah, okay, dann geht's. Also 5000 Liter habe ich im Moment drin, also mehr als dreiviertel voll. Ja gut, dann. Ja, lohnt sich das noch? Warum hast du deine 5000 Liter reingeworfen? Ne, habe ich ja nicht, das war ja ein ganzes Fass. Ein ganzes Fass sind aber 8000. Ja, die haben es alles schon gesoffen. 3000 Liter haben die schon weggesoffen. Ja. Ja, läuft bei denen. Ah, du bist mit einem Deutz unterwegs, oder? Dann fahr du mal vor, du bist langsamer. 45, glaube ich. Ja, ich fahr 53. Also. Also. Feld 4 fahren wir zu zweit dann, Mann. Oh jo. Ich mit meinem Butterfly und du mit deiner Mähkombi und dann ballert es. Ja, gib Gummi. Ja, ich kann nicht schneller. Jetzt kommt ein Stromkasten, war Platz. Scheiße, ich war trotzdem dagegen. Oh, ey, rückwärts hoch. Glaubst du, der Deutz packt es zurück mit den 3 Anhängern? Jo. Alle drei? Ach so, oh Gott. Das wird eng. Nee, ich hatte vor, den MF mit Frontlader unten stehen lassen Ja, für da, ja, Frontladerarbeiten. der packt das sicher. Im Notfall muss halt das Auto schieben, gell? Wo wollen wir das, den Kalk überhaupt hinkippen? Bei mir im Hof sind so Silos drin. So einfachen. Fällt das hinten aus der Wand? Eigentlich Nein. nicht, ne? Oder wir. Ich hab so ein komisches Feldwiese, was ich jetzt auch gerade einmal mitgemerkt habe, das ist nicht groß. Da kann man es drauf kippen. Ja. Tue ich pflastern und dann kippen wir es dahin. Kannst du auf die Wiese klippen. Ja, nee, nämlich, dann kannst du ja, das ist doch nicht so schön, weißt du? Ey. Mongo. Ich mogel mich mal gekonnt vorbei. Dann nimm du mal das Kalk. Ja. Du. Und ich besorg mal. Ich schau mal kurz, wie viel in meinen Anhänger reingehen. 18.000, das heißt, es sind 9 Big Packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und einmal Dünger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ach ja, schön ruhig. Ja, das ist die Meditationsarbeit. Die Ruhe vor dem Sturm, ne? Gehst du kalken oder soll ich das machen? Das ist mir egal. Finde ich gut, du schwaderst. Scheiße. Ich Na gut, mit dem gebe. großen Schwader dürfte das schnell erledigt sein. Ja, den Rand kannst du einmal mit dem Bandschwader machen und dann. Ich fahre einfach komplett mit ihm drüber. Ich hänge ihn halt extra dran. Du musst dich umhängen, du musst einfach in New Holland einsteigen. Der steht sogar schon am Feld dort. Du musst eigentlich nur einsteigen und Gas geben und den Motor vielleicht noch anmachen. Und den Schwader ausklappen, die richtige Schwadrichtung einstellen, dann außen rumfahren und dann kannst du mit dem Großen arbeiten. Ja, ich habe bis 22.000 drin, bei 80%. Wie viel geht denn im Anhänger nochmal rein? Da steht noch ein Big Pack da, dann auf der anderen Seite, gell? Bei mir gehen gerade 25 rein. Ja, bekommst du ein Big Pack noch rein? Also einmal 2000. Ja, sicher. Ja gut, dann passt ja. Ich kriege auch noch ein kleines rein, so ist ne. Ja, nee, das muss nicht. So viel brauchen wir hoffentlich nicht. Erstmal. Ich bezweifle langsam echt, dass der Dings das dann Ja. hochbekommt. Ich schau mal bei mir die Hinterreifen an. So, warte. Dann wird der Dünger wird das letzte. Wird der letzte. Dann hänge ich den Saatgut davor und dann kannst du das alles anhängen und dann schauen, dass du hochkommst. Ja. Soll ich ihn abkippen? Nee. Oh, da gleitet gerade ein Vogel durch den Boden. Siehst du? Ist hier kein Vogel, ne? Saatgut ist ja zum Glück nicht so schwer. Ich krieg's noch angehoben. Ja, Saatgut sage ich ja, ist nicht so schwer. Saatgut kannst du so heben. Das Kalk konntest du nicht heben. Ja, Kalb ist so schwer. Ja, das ist Dünger auch, deswegen bezweifle ich, dass der die drei Anhänger dann hochbekommt, der kleine. Ah ja, wenn langsam, aber so langsam, dass man kann. 0,1 km/h. Das geht noch! Und da geht noch was. Ja, was ist jetzt deine Mission? Meine, Ja. gerade von. Ach so. Ja, bleibt noch, warte, du, sonst musst du mit zwei Anhängern rückwärts fahren. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich hänge die zwei Flügel aneinander und dann ziehst du den Schwan nach hoch. Und ich fahre mit dem Auto hinterher und schiebe. Ja. Gute Hä? Idee. Ja, es ist kein Drehschirm, somit schiebe ich nichts an dir vorbei und somit passt es. Ja, das ist wohl besser so. Wenn ich schiebe. Es sagt gut, das wiegt im Vergleich zu dem Dünger echt gar nichts, ey. Das ist ganz gut, dann hast du vorne viel Gewicht, Mitte gar nichts und hinten viel Gewicht. Und in Zukunft kann man es dann mit Big Packs hochfahren, weil wir dann hier einen ordentlichen Frontlader stehen haben. Ich brauche schon mal hier Frontladerkonsole und so dran. Ich habe ja Zeit, bis du da oben bist. Kommst du überhaupt vorwärts? So 5 Stunden später fährt er los. Also, an alle, die in der realen Landwirtschaft unterwegs sind, so fährt man nicht. Aber nicht, dass man einfach so rausfährt, sondern mit den drei Anhängern meine ich das. Ja, Junge, dann fahr du Kackauto. Boah.
Alles klar, nur repariert. Ja, aus Versehen. Ich wollte eigentlich konfigurieren und hab was Falsches angetippt. Fucker Überleg. 12, ne? Ja, ich sag, ja, das hat ja Zeit, bis ich kommen muss. Na, schau, du bist immer noch da. Habe ich echt massig Zeit. Kann ich hier schön den Frontlader positionieren. Und dann steige ich ins Auto und düse dir hinterher und dann. Dann überhole ich dich wahrscheinlich immer noch, bevor du Ja, den machst du Berg. Absch dann ma ja, dann machst du Absperrung vorne. Aber jetzt fahr ich 30. Ja, dann gebe ich mal Gas, gell? Jetzt habe ich einen Komm Ball. mit Ach, 30. egal, jetzt habe ich ein Ballspiel statt Palettenkorbe gekauft, aber. So. 35 sagst du, fährst du? 38, Mit 39, 40, mit 45 fahre 40. ich aus dem Shop raus. Du hast ja ein Auto. Ja, trotzdem. Ich fahre jetzt 100. Ja, ich habe jetzt auch gerade so 45 drauf. Ja, ich fahre 120. Jetzt kommt das so ein Betonmischer, oder? Alter, wollen die mich verarschen? Ich fahre gerade 120. Ich kann jetzt nicht bremsen. So. Nein! Drecksteilflanke. Ich war fast neben dir, ey. Bremsen. Ich wollte eigentlich absperren, aber ich muss mein Auto gerade mal aus dem Graben rausziehen. Ich komme zum Schieben, warte. Wie schnell fährst du? 1 km/h. Ich komme schon, ich bin schon da. Guck mal, ob du mich mit der Hand vorgezogen kriegst. Du bist ja so weit unten noch. Ja, schneller kann ich nicht. Geht's jetzt schneller? Nein. Jetzt hat? Ja, ein bisschen. Ja, 4 müsste Drei, gehen. vier. 4, ja. Ich schiebe im Auto unten dran. Aber ich glaube, es ist schneller, wenn ich den auch warte. Ja. Ich hebe dich auch hoch, aber ich tue dich nicht vorwärts. Sauber, genau so. Als weiter. Realistische Landwirtschaft. Natürlich. Fahr du mal. Warte. Schiebe mit dem Auto und es geht super. Nope, das war. Du wolltest wieder zurück. Ach, echt? Wir brauchen eine Abschleppstange. Aber nicht. Gibt's nicht. Ein Kamera. Ich hole den Feld. Ja, warte, da fahr du weiter mit dem Deutz. Ich mach das mit dem Auto, warte. Welche sind ja ne, nicht. Aber fahr vorwärts bitte, gell? Nicht noch weiter Ja, rückwärts. ich versuch's. Far Forest. Run, Forest, run! Ich glaube, es geht besser mit dem Auto da hochzufahren. Autoanhänger an die Anhänger und dann gib ihm. Alter, wenn wir die Anhänger da haben, ist die Zeit schon wieder um, ey. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ja, okay, mir fehlen 4 Minuten. Ja, mal voll ein bisschen länger. Also ich mach's dir auf 18 Minuten und dann hast du halt ein bisschen mehr. Gibt, glaube ich, Schlimmeres. Denke aber. Ja, 0 km/h. Ja, ich bin schon auf dem Weg mit 60. Ich habe halt Angst, dass wenn Und wir jetzt jetzt. rolle ich wieder zurück. Ja, dann hängen wir die Anhänger ab. In der Hoffnung, dass dann durch Schieb die. einfach von unten. Ach, mit dem Fan schieben? Ne, jo, zieh. Zieh mit. Mit Ich dem komme mit Fan dem ziehen Deutz würde ich. entgegen. In jedem Fall mit dem Deutz runter. Schieben. Warum? Ja, ich glaube nicht, dass der Fan das dann. Wo sind Oh, die den Anhänger kriegst du hin? doch. Die Anhänger rutschen immer noch runter, oder? Nee, jetzt stehen sie. Nein. Wieder eben.
Der ganze gute Vorsprung. Wir waren schon oben beim Stromkasten. Oh ja, geht ja. Ja, 3 km/h. Also schieben wir, glaube ich, besser. Jetzt kommst du halt auch nicht mehr vorbei, gell? Häng nicht mit dem Frontlader ins Gewicht ein und fahr dann rückwärts. Ah, geht sogar. Jetzt war ich 0. Ne, 0,11. Das Zielen üben wir nochmal. Ja, ich hatte gerade Seiten und so. Ui, 6. Von 3 auf 6 gesprungen. 9. 11, 12, 13, 14, 15. Tipptopp, sorry. Läuft zu flüssig. Ja, dann gefällt, da passt's ja. Aber wahrscheinlich packt er übelst rum, oder? Sicher oder verarscht du mich schon wieder? Sicher. Na gut. Was heißt das schon wieder? Mach dich weg da, ich war 60. Mach dich weg da. Ich bin sehr sportlich heute unterwegs. Mit 40 in die Kurve rein. Mit 30 raus, sauber. Und das mit Vollgas. Ja, die eine Richtung ist ja in Ordnung. In die andere Richtung wäre es lustiger, weil hier der Hügel noch steiler ist. Gut, Mist habe ich halt noch dran. Ja. Ohne Stoßschlechten. Ich kaufe mal noch Tiere. Mach das. Aber jetzt kann ich die Anhänger gar nicht entladen, weil die Station, wo ich das hinkippen wollte, noch nicht fertig ist und ich voll in den Zaun reingefahren bin. Weil da noch Gras auf dem Feld liegt. Kauf mal für 100.000 noch. Was? Meine 50.000 Puffer. Tiere. Kühe. Ja. Ja, was ist deine Mission? So, haben wir noch 50.000 und ich habe 160 Kühe. Na, wer ist der Größe? Ja, ich hätte auch die 200.000 Puffer knallen können. Ja, hätte ich ja mal machen können. Ja, nee. Ja. Weil ich die 200.000 ja eigentlich für was anderes geplant hätte. Ich wollte jetzt schön Silos bauen und so. Nein. Hau weg das Geld. Braucht kein Mensch. So. Ich fange jetzt an mit deinem Schwader. Ja, der steht bei mir in der Hand. Jetzt. Mit Fahrer. Ich will eben meine Presse wegstellen. Und zwar, da hast du das Feld neben 35 Schwadern. Das ist nur so ein kleiner Seiten, so ein kleines, so ein kleiner Vorgarten, weißt du? Ja, der Fender schwitzt schon mit den 2 Flügelanhängern, ey. Ey. So, aber jetzt war's das mit der Folge. Ich sag, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Nochmal sorry, dass ich die ersten 3 Minuten nicht aufgenommen habe. Schaut bei Marc mit rein und ich sag Servus. Tschüss.